Comeback-Sieg für die Damen des TC Blau-Weiß. Im packenden Hauptstadtderby gegen den SC Charlottenburg siegen sie mit 5:4 und behalten sich somit auch in 2022 ihre weiße Weste in der Regionalliga Ost. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Weitermachen, kämpfen und das Spiel irgendwie noch drehen. Jeder hat nochmal an seinen Fehlern gearbeitet, hat nochmal nach vorne geschaut, das letzte Viertel. Und dann haben wir zusammen als Team das gut gedreht. Das Team von Henrik Gey in Weiß, das in den vergangenen 5 Spielen nur 2 Gegentore kassierte, startet suboptimal in die Partie. Bereits nach 3 Minuten gehen die Gäste vom SCC durch diesen Treffer von Juliane Weyer in Führung. Erst im zweiten Viertel gelingt den Blau-Weißen das Spiel kurz vor der Halbzeit wieder zu drehen. Sarah Flöter trifft zum Halbzeitstand von 2:1. Doch entschieden ist noch lange nichts. Und wir sind hier wirklich mit viel Energie und viel Freude ins Spiel reingegangen und hatten tatsächlich Chancen, denen hier heute noch 3 Punkte zu klauen. Denn zu Beginn der zweiten Hälfte werden die Blau-Weißen von den SCClerinnen komplett überrumpelt. Cora Scheid, Juliane Weyer und hier Nela Scholle netzen innerhalb von 15 Minuten zum Stand von 4:2. Blau-Weiß also nun unter Zugzwang. Doch tatsächlich gelingt den Gastgebern im entscheidenden Viertel die 180-Grad-Wende. 3 schnelle Tore, das letzte hier durch Madeleine Otto, sorgen für den Endstand von 5:4 und somit den 6. Sieg in Serie für die Blau-Weißen. Naja, also wir haben schon den Anspruch an uns, hier auch von Anfang an aufzusteigen in dieser Liga. Das haben wir geschafft und dementsprechend hat uns das natürlich Selbstbewusstsein gegeben. Während es für die SCClerinnen gleich am Sonntag gegen den ATSV Güstrow weiter zur Sache geht, haben die Blau-Weißen noch ein wenig Verschnaufpause, bis es Anfang Februar gegen den SV Motor Merane geht. Bis dahin können sie aber schon einmal ihren vorzeitigen Aufstieg und den gelungenen Jahresauftakt 2022 feiern.